Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Und Bertie hat noch uns verlangt, also gehen wir mal gleich hier zum. Das ist seltsam, ich schaff's nicht, eine Mana-Axt zu schmieden. Oh, schöne Boomerang. Warte mal, ich glaub, halte mal die Axt. Aha, wie ich vermutet hab, die Mana-Energie wirkt erst in deine Hände. Nur in deinem Besitz wäre die Axt zur Mana-Axt. Mächtige Waffe. Für 100 Goldmünze gehört sie dir. Ich habe nämlich nichts zu verschenken. Ich bin doch so ein alter Krämer. Ja komm, ich brauche sie, jo. Ja, es gibt noch mehr Mana-Waffe zu finden. Bring sie zu mir, damit ich sie erneuern kann, sofern du zuvor eine Waffe abgefunden hast. Und jetzt zeige ich deinen Geheimgang noch draußen. Ja, also mein Lanz kannst du definitiv noch aufmotzen, Kerl. So. Das ist natürlich sehr praktisch. Bis bald. Da müssen wir dann ständig durch die Höhle latschen, das ist auch gut. Ja, wenn die Waffe sondern erneuert wäre. Die Lanz geht. Vor 200. Und hier ist jetzt Eisenlanze. Sehr schön. Ein rechtlicher Schampel können wir noch nicht auf Werte. Und ich würde sagen, Schwert und Lanz, die lassen wir erstmal in Buh. Aber das Mädel kann definitiv mal die Fernkampfwaffe nehmen. Pfeil und Bogen halte ich nämlich echt für nicht verkehrt. Dann sind die beiden nämlich erst einmal auf Fernkampfwaffe und bleiben hier im Nahkampf ein bisschen aus der Fies. So, jetzt können wir von da aus achten Weg. Ich glaube, wir sollten immer speichern. Ja, wir treffen uns an der seltsamsten Plätze, definitiv. So. Dann speichern wir unseren Spielstand. Ja. Und. Sehr schön. Jetzt ist unsere Truppe nämlich auch komplett. Ach ja, schä ist das, oder? Richtig schä. Ach, ich mag das in meinem Liebsten, wenn die Truppe dann wirklich vollzählig ist. Entschuldigung. Ich meine, was anderes haben wir hier eh nicht zur Auswahl. Wir haben nur die drei Charaktere. Es ist ja nicht so wie bei Baldur's Gate. Oh, ich habe die Koboldin, muss ich auch nochmal ein bisschen. Die Koboldin muss ich auch nochmal ein bisschen abpassen vom Verhalten her. So. Du bist doch ziemlich aggressiv und forsch, ach bitte. So. Dornenwespe ist erledigt. Sehr schön. Ach ja. Aber ich hab's doch gewusst, beim Hexewelche, beziehungsweise bei der Hex, habe ich doch gewusst, das geht nur mit vollzähliger Mannschaft. Und allzu leicht ist die auch nicht, muss ich sagen. Also das Level habe ich eigentlich auch als relativ hartnäckig noch im Kopf. Ach ja, die Musik. Die Musik hier, schön. Und zack. Helga erreicht Level 2. Das ging ja fix. Und so Vampirtulpe kriege ich mittlerweile auch mit einem Schlag geknackt. So. Dann einmal dort hier. Klatsch. Die Pilze knacken heute richtig gut. Ich liebe es, wenn die Pilze aufplatzen. So, jetzt gehen wir nochmal da lang. Weil für die Gretel hätten wir noch was Schönes zu kaufen. Und zack. Ich glaube, für die Helga, für die Koboldin habe ich noch was verpasst. Aber egal. So. Mittlerweile kann ich die Poco. Ach Gott, der Poco-Puschel ist sogar doppelt geplatzt vor lauter Gut. So, jetzt gehen wir nochmal dort hier. Und zum Rocken der Händler. So, du tanzt da schon wieder kräftig ab. Ich finde das so geil. Ach ja, so. Ninja-Robe auf jeden Fall. So. Kette-Weste kann die Koboldin auch tragen. Aber ich mag erstmal gucken, was sie trägt. Aktuell. Bevor ich irgendwas kauf. So. Was trägst du dann? Du hast nichts auf dem Dez, du hast kein Armband. Und trägst die Schlachtrobe. Okay. So. Moment. Das Mädel. Du trägst jetzt die Ninja-Robe. Okay, das macht um 7 mehr. Das ist nicht schlecht. Bei ihr. Da kann man nämlich ins abgetragene Ding wechseln. So. Okay, jetzt will der nur noch was für auf der Dez. Und eine Armband bräuchte sie noch. Ja gut, das sollte vorher streichen. Okay.
Also. Das reicht vorerst, damit sie irgendwas hat. Und den Quatsch können wir verkaufen. So, jetzt noch ein Schluck Wasser. Ah, sehr gut. Okay, weiter geht's im gestärkten Bereich. So, den Schampel können wir verticken. Kostet nur 14, ne? Okay. So. Und weg gehen wir. Und dann können wir jetzt Richtung Hexewald. Ach, ich mag die Dorfmusik. Ups. Schön. Ich mag die Musik einfach. Ich finde die passt so schön zu deiner lustige, abtanzende Händler. Großartig. Okay. Bringen wir erstmal die Tulpe zum Platzer. Und dann geht's weiter. Etwas lästig ist halt nur, dass die andere Charaktere allesamt durch Stufe 1 anfangen. Da hat man halt gleich schon mal am Anfang so einen kräftigen Levelunterschied zwischen den Leuten. Das wird im Laufe des Spiels natürlich wieder ausgeglichen, klar. Aber trotzdem ist es schon etwas nervig. Helga erreicht Level 3. Gerade am Anfang ist es ätzend. Also das wäre schöner gewesen, wenn die dem Level vom Hauptcharakter angepasst wären. So, das kennen wir noch. Und das sind alles so Feiglinge, die sich verdünnisieren, wenn man in die Nähe kommt. Und ja. Mehr du Feigling. So. Das war's dann mit dem. Und weiter geht's. Okay, sehr schön. Och, Koboldin. So. Wir wollen hier runter. So. Von da kommen wir nämlich ein bisschen älter ran, die Jungs da. Und zack. Und patsch. Und noch einmal drauf. Helga erreicht sogar Level 4, nicht schlecht. Ach Mädel, du bist doch ach so blöd zum aus dem Bus winken. So. Mann, 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 Mann. Also manchmal habe ich echt das Gefühl, die NSCs hier sind zu blöd, um aus dem Bus zu winken. Heinz Waffe Level ist gestiegen, Schwert erreicht Level 2. Sehr schön. Dann speichern wir hier erst nochmal. So. Du kannst sogar das Spiel schon speichern. Das nehmen wir doch gleich mal in Anspruch, die Dienstleistung. Und machen weiter mit dem Hansel hier. Und gib ihm. Und gib ihm. Bogenratte ist erledigt. Sowas höre ich doch gern. So, jetzt will ich nochmal auf Stufe 2 laden. Aha, ja, die Attacke bringt durchaus was. Okay, jetzt mag ich als nächstes eigentlich gern die Eisenlanze aufleveln. So, Leute. Und Jesus. Die Lanze ist halt immer nur punktuell beim Treffer. Oh, bei der Koboldin sieht es gefährlich aus. Da kriegst du Gutzel. Okay, um 100 heilt das. Schon nicht schlecht. Aber ich würde sagen, na egal. Ich muss jetzt sowieso erst nochmal die Axt nehmen. Und wo hacken wir uns durch. Sehr schön. Flottermaus hieß die. Okay. Dann behalte ich erstmal die Axt so lang. Damit kann ich mich auch wie beim Schwert durch so Gebüsche hauen. Ja, das haben wir schon geöffnet. Und dann geht's dann hier weiter. So, schön. Warum auch immer man nur mit einer Axt so Totems kaputt machen kann. Okay, die Helga hat mit ihrem Boomerang jetzt auch Level 1 erreicht. Dann vermerken wir das auch mal. Dann kann die jetzt geile Boomerang-Tricks. Nett. Warte mal. Doch. Einen Moment kurz. Entschuldigung. Oh Mann.
wenn der Huste kommt, dann kommt er. Das tut mir echt leid. Ich versuche sie immer so gut wie möglich zu unterbinden, weil ich will ja nicht, dass ihr die ganze Zeit durch mich am Huste hört. Oh Mann. Das ist ja schon beim Livestream irgendwie zu arg. Da kann ich sie nicht rausschneiden. Da hört er ja alles immer direkt und live. Okay, Gredels Waffe-Level ist auch noch sticker. Der Bogen hat jetzt auch Level 1. Okay, dann machen wir geile Bogentricks. So. Lade doch mal bitte euer Waffe. Helga erreicht Level 5. Sehr schön. Und noch einen Schluck Wasser. Okay. Jetzt verwendet das doch einmal. Okay. Bei Bogen werden zwei Pfeile geschossen. Aber der geile Boomerang-Trick hat es uns immer noch nicht gezeigt. So. Und nix. Komm schon. Okay, das war der geile Boomerang-Trick. Na gut. Warum auch nicht? So. Aha. Moto. Oh, da kommt ein Wolf raus. Ein Werwolf. In Secret of Mana 2 gibt es sie sogar als spielbare Charakter. Zumindest einer von denen. Heinz erreicht Level 9. Sehr schön. Und hier vor Turas Schloss, würde ich sagen, mache ich meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.